Jo, liebe Leute! Ahoi, Landratten! Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter und wollen uns tatsächlich hier irgendwie, wenn möglich, diesen letzten Synchronisationspunkt noch holen. Weil der ist aber ein bisschen versteckt, wie ihr das schon ein bisschen mitbekommen habt in der letzten Folge. Oder hoffentlich mitbekommen habt. So, jetzt muss ich gerade gucken. Komme ich da hoch? Warte mal. Ich komme doch da bestimmt dran, ne? Natürlich komme ich da ran. So, Frage. Komme ich da? Bisschen außen durch. Ja, scheinbar nicht. Warte mal. Wo ist denn der? Ach, der sitzt da oben. Okay, immer noch. So. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es doch über Umwege eine Möglichkeit. In dieses Gemäuer, in diese Burg zu kommen. Jetzt bin ich zumindest mal oben. Was man schon wieder ein bisschen leichter macht. Was es mir schon wieder ein bisschen leichter macht. So. Komme ich da nämlich auch hoch. So. Aber warte mal. Oh, tschüss. Das warst du. Und dann darf ich hoffentlich auf den letzten... Ist das der Punkt? Ja, das dürfte der Punkt sein, ne? Ha, wir haben ihn! Wir haben ihn! So, supi! Supi, supi! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hier sind noch Minimum 1, 2. Also auf jeden Fall eine Kiste, ganz klar. Unten Dings. Gut, dann machen wir hier erstmal leer, würde ich sagen. Wir haben jetzt alle Zugriffspunkte. Und machen jetzt erstmal. Hier dieses Gemäuer leer. Da ist der Punkt. Krieg ich da, komme ich da runter? Jawohl. Supi. Dann haben wir das auch. So, nächste wäre diese Kiste hier. Die Frage ist, ob die oben ist oder unten ist. Die weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist das Problem an der Sache. Er sagt mir gerade 15 Meter. Das heißt, die ist relativ nah. Ist sie da unten in dem Haus, oder was? Okay. Wie lange ist die Feinde? Ich weiß, dass da... Hier ist die Kiste, okay. So, bevor die jetzt uns auf die Eier gehen, da mit den Dings, machen wir kurz mal die Alarmglocke aus. Frage ist, ob da jemand dran steht oder in der Nähe steht. Gut, eher nicht. Kann ich die jetzt sabotieren? Ja, das war der Gedanke dahinter. So, Alarmglocke ist aus. Oh, da ist ein Schütze. Manuskript. Dann hätten wir, glaube ich, an dem Gebäude aber fast alle, ne? Da, da, das Ding noch. Okay. Jetzt bin ich mal gerade in Ruhe. Sorry, super. So, warte mal, wo ist denn du? Wo ist denn der Schütze? Bestimmt hier oben drauf, oder was? Nee, auch nicht. Hä? Konnten nämlich sehen, wo ist denn der her?
Ach, da hinten! Da hinten ist der. Und da drüber steht noch einer. Alles klar. Okay. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal den hier mit. Der. So, am besten schön weg damit. Der Leiche. Jetzt hol ich mir den einen noch hier. Noch wo einer. Nämlich hier. Ja, mach mal einen Abflug, mein Freund. Und dann kriegst du noch einen anderen. Weiter? So, Feierabend für euch. Meine Fresse. So, weiter. Da oben ist noch irgendwas. Aber gefühlt schleicht da noch irgendwas rum. Ich sehe es aber noch nicht wo. Das ist unten wahrscheinlich. Die Kiste? Das Ding? Ach, das ist unter uns. Ah, das ist gerade. Okay, da unten. Ich sehe es aber gerade spontan nicht. Gut, okay. Scheiße, die Kiste, die nervt mich gerade, dass ich die nicht finde. Das warte mal, das ist, gucken wir mal, dass wir hier rankommen. Und das ist da. Komm ich da jetzt? So, haben wir's? Sind wir wieder unten. Aber wo ist denn der? Da unten ist es. Okay. Klub. Und fertig. Weitere Animus-Fragmente sichern. So, die Frage ist. Warte mal, ist das unter uns? Ja, das ist wieder unter. Also, es ist immer noch unten, ne? Haben wir denn in dem Ding alles drin weg? Ja, ne? Ja, sieht so aus, genau. Dann ist das letzte, was wir hier in dem Gebiet haben. Das ist unten auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder ist das unten in dem. In der. Das ist in der Burg. Das ist in dem Ding drin, oder was? Ah, ne, das ist hier! Stop. Alarm. Help me, damn it. Ich will doch nur eben kurz mal das Ding mit sichern. Wir haben das Geheimnis übrigens gelüftet noch schnell. Ein Codex Dresdensis. Hat doch bestimmt irgendwas mit Dresden zu tun, oder? Oder ist das jetzt Zufall? Nur so nebenbei. Okay, gut. Dann haben wir hier das Gebiet durch. Detail durch. Dann holen wir uns jetzt mal kurz dieses Animus-Fragment hier. Und ja, das ist jetzt der nächste Plan dahinter. Also wie gesagt, wir werden momentan erstmal nur entdecken. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Ja, es nervt mich gerade. Gut, ich kann natürlich jetzt. Warte mal, wir holen noch die Kiste hier kurz. Du sollst eigentlich das Ding öffnen, aber nicht da drauf, sondern. Mach mal auf da. Ja, bisschen rum. Bisschen was zu süffeln. Ich bin ja eher nicht so der Schnapstrinker, muss ich sagen. Also rum ist eher. Für mich persönlich. Also da er zwischendurch mal gerne einen Whisky oder so, klar, aber auch nur. Oh nein. Das
mich raten, müssen da echt wieder hoch, oder was? Da komme ich jetzt echt nicht. Das heißt, ich muss da echt. Ich muss da jetzt echt nochmal hoch. Warte mal, jetzt machen wir anders. Ne, wir kommen da gar nicht. Doch, kommen wir wohl. Klar, wir müssen ja über. Wir hüpfen kurz um die Stelle. Den Synchro-Punkt hier. Dafür haben wir ihn ja. Wir haben jetzt alle, Gott sei Dank, seit der letzten Folge. Oh, moin. Klar. Yes, you. With me. Schaut jetzt da. So. Ja, die Feinde lassen wir jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. Ach, das ist alles nochmal wieder dies respawned. Weil die Alarmglocke, die haben wir ja tatsächlich schon eigentlich gesichert. Aber okay. Da müssen wir da ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Warte mal, dann gehe ich noch rüber. Das sind echt. Echt jetzt? Die sind alle wieder da, die Idioten! Den hab ich schon gesichert, die Typen! Den hatte ich schon. Genauso wie seinen Kollegen hier. Die habe ich alle schon geholt. Okay, machen wir es anders. Scheiße. Oh, ernsthaft? Ich hatte die alle schon gesichert. Ich hatte das ganze Ding schon frei wieder. Warte mal. Da bist du. So, ich habe jetzt. Ist er tot? Ja, scheinbar, ne? So. Ja. Da bist du. Hör da. Tschüss. Durchsetz dich doch. Das war auch keine Absicht, da runterzuspringen. Schaut sie jetzt. Ist er tot? Der ist nicht tot. Noch weitere Gegner. Ich hatte so schön alles leer. Das ist schon meine Ruhe. Ja, ja, ich bin tot, ich weiß. Weißt du das, dass ich Vater bin? Ah. Tschüss. Starte voll jetzt gerade hier. Meine Fresse. So, ich muss tatsächlich nochmal hoch. Das ist doch natürlich blöd, dass die scheiß Gegner da jetzt tatsächlich doch noch in der Nähe. Nochmal in der Nähe standen. Also, dass die jetzt wieder da waren. Ja, ich weiß, da stehen Waffen. Interessiert mich aber gerade herzlich wenig. Da komm ich nicht hoch, okay. Warum nicht? Ja, jetzt muss ich das wieder nochmal aus darum. Das haben wir ja schon mal gehabt, das Ding gerade. Ich will doch diese scheiß Fragmente haben, Mann! Lass mich in Ruhe! Oh Mann, oh! Bist du jetzt wieder runtergesprungen? Hä? Warum? Warum? Ich wollte gerade sagen. So. Dann. So, wieder da sind wir jetzt gerade wieder am Start. So, weil wir eben. Ach, gar nicht den Weg machen müssen.
So, haben wir's. Schnauze voll. So, jetzt gehen wir mal kurz rüber dazu. Zu dem Fragment. Das ist da oben, wo die... Wo diese komische Winde oder was auch immer das ist, ist. Nämlich hier. Muss ich da echt hoch, ne? Wahrscheinlich, oder? Mit dem Ding? Würde ich sagen, fast. Da kann ich doch nicht runter. Das treffe ich doch nie, das Ding. Von hier. Nee, warte mal. Das muss ich doch... Ja, das wollte ich eigentlich. Der war der Gedanke dahinter. Hab es. So, gut. Jetzt können wir die Burg leiden lassen. Wir haben es nämlich. Gut, das ist wieder ein Assassinenauftrag. Das ist für mich jetzt gerade erstmal unwichtig. Persönlich. Ich würde jetzt nämlich gerne... hier an weitermachen, mit dieser Ecke hier, diese Ecke clearen. Unter anderem ein Shanty. Wie gesagt, die Burg lassen wir jetzt wieder, wie es ist. Ich setze mir die Gegner jetzt gerade wieder zurück, das ist jetzt aber eh unwichtig. Und dass wir jetzt Step by Step die Gebiete auseinandernehmen. Wir haben alle Aussichtspunkte, wir haben zwei Assassinenaufträge offen, wir haben sechs. Ich hätte gerne mehr. Ich hätte das mal kurz ein bisschen gesehen. So, dann gucken wir uns mal, dass wir das Shanty da sichern. Entschuldigung, mein Freund. Warte mal. Geh mal da weg, da. Ich will das haben. Gib her. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Geh weg. Ach, leck um mich, oder? Ernsthaft? Das Ding ist zurückgeflogen. Ist das jetzt da komplett weg oder was? Ja. Okay. Naja, dann ist es halt so. Schade. Aber wir können es auch anders machen. Wir können auch wieder das Ding respawnen. Oder? Müsste ja dann wieder zurückgesetzt werden. So, ja. Das Fragment der Geheimnisse. So. So. Was ist das Chasseur? Was ist das Chasseur Shinty? Hä? Ist das oben oder was? Achso, das ist, gibt es. Krass. Okay, dann machen wir das ein andermal. Das kriegen wir schon noch hin. Gucken wir jetzt mal da. Machen wir erstmal hier weiter mit der Truhe. Machen wir es mal weiter mit der Truhe. Aber wo hier ist ein Manuskript? Ich würde gehen. Ja, ja, ist okay. Komm jetzt hier! Da ist der! Jetzt komme ich irgendwo gerade mit reingeraten. Wow! Aber während ihr da vorne jetzt euch mal gerade ein bisschen austoben, werde ich das anders machen. Okay. Aber ich dachte, dass ich wahrscheinlich gerade gesehen werde. So, dann kann... Oh, wir haben zwei Rauchbomben, sehr geil. So, jetzt darf ich, oder? Genau, weil ich gesehen wurde, darf ich nicht machen. Der ist das dritte Geheimnis und nehmen direkt die Kiste hier vorne mit. Hier ist die. So, weiter geht's. 7 von 22 Truhen. Also es sind 22 Truhen in dem gesamten Gebiet hier vorne. Weil hier vorne ist ein... Warte, kann ich das Shanty direkt mitnehmen, oder was? Ist das wieder da? Ja, ist es. Geh mal weg jetzt.
schon wieder weg oder was? Jetzt, hä? Offiziell ist er hier, aber es ist nicht da. Ich hatte es schon wieder gesehen. Keine Sorge, aber ich habe mal nicht. Okay. Ja, ist egal. Alles ist gut. Dann ist es halt erstmal so. Dann machen wir nämlich hier unten mit den beiden Sachen weiter. Dass wir die rechte Seite von hier aus gesehen, rechte Seite clear haben. Quasi diese Ecke hier, dieses Ding hier, komplett clear haben. Nehmen wir hier unten das Manuskript mit und die Kiste. Wahrscheinlich die kriegen wir noch, keine Sorge. So, nochmal. Frage ist, komme ich da jetzt? Warte mal, ich muss hier wahrscheinlich außen drauf. Irgendwie hier durch, ne? Dass ich da ein bisschen rumkomme. Keine Sorge, wir machen gleich Feierabend. Wir machen noch die zwei Sachen und dann machen wir Feierabend für heute. Ich muss sagen, viele Feldpräsenz haben wir nicht gerade. Wie gesagt, die Burg, klar, die war. Oh, also ich sah wieder feindes Gebiet. Aber. Okay. So, das war jetzt anders geplant als gesagt. Moin, ich muss mal an der Kiste ran. Bei Drill. Ui! Ui! Das war. Auf mit deinen scheiß Bomben! Geh mir nicht auf den Senkel! Was hast du hier auf dem. Das ist krass, noch ein paar Sachen neu, ne? 13 Real, okay, da auch Bombe. Die nehme ich gerne mit. Die war mehr oder weniger der Plan dahinter. Splittern wir noch den Typen hier. Und haben alle Kugeln voll. So, dann haben wir das auch weg. Jetzt geht's weiter mit der Kiste hier unten. Die ist da vorne in dem Zelt, schätze ich mal. Ja, ist sie auch. Am besten schilt man das mal in Ruhe auf der Kiste. Und holt uns Truhe Nummer 8. Und damit machen wir heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und da geht's weiter.